Das ist sie, die größte Bank Gothams. Heute Nacht holen wir uns einen Rekordjob. Warum nicht gleich zwei für den Boss? Die Logik verstehe ich übrigens nicht. Sie haben es bei den kleinen Banken nicht geschafft, also versuchen Sie es bei der größten. Des Alarms nichts hören, genau wie die anderen. Ich werde hart zuschlagen. Cool. Scheiße, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, toll. Schicksal, Batman. Kämpf nicht dagegen an. Tut mir leid, aber ich bin ein fester Gläubiger des Zufalls. Was zum Henker machst du da? Finde ich immer so lustig. Sie sagen nicht was zum Teufel, sondern was zum Henker. Diese Schläger was, können was zur Hölle, sondern was zum Henker. Genau wie die anderen. Ich werde hart zuschlagen. Cool. Hart zuschlagen, gefällt mir. Was, wo? Wir wollten dich verschonen, aber die Münze hat anders entschieden. Ach ja, deine Münze mal wieder. Vor vielen Jahren, naja. Vor wie vielen Jahren soll das dann gewesen sein? Ah, wo sind die nächsten? Da ist er. Fuck. Wieso hält denn so wenig aus? Was ist das denn? Tot bist du besser dran. Sieh nur, was aus uns geworden ist. Ich bin doch nicht du. Diese Logik von denen immer. Mir ist was Schlimmes passiert, also stirb du lieber auch. Was? Wieso soll mir denn was Schlimmes passieren, nur weil dir was Schlimmes passiert ist? Ich bin nicht in Chemie gefallen. Durchgefallen, aber nicht gefallen. Diese Schläger können wegen des Alarms nichts hören, genau wie die anderen. Ich werde hart zuschlagen. Zwei sind erledigt, bleiben noch 13. Unglaublich viel. So eine Schönheits-OP ist nun mal nicht billig. Gut, das waren 5, bleiben noch 10. Verdammt. Jetzt beeilen sie sich extra, weil sie wissen, dass sie da sind, glaube ich. Ja. Der kriegt doch gar nichts mit, ne? Gut, Angst ausschalten ist wieder frei. Nicht erschrecken, nehmt die Kohle.
der muss sterben. Das ist Schicksal. Töte ihn! Ah. Wir haben dich gewarnt, Batman. Du hättest dich fernhalten sollen. Du hast mich gewarnt? Was will er von uns? Wir haben niemandem geschadet. Gut, bleiben noch drei. Du hättest uns in Ruhe lassen sollen, Batman, aber da bist du nun. Ja, da bin ich nun. Noch ein Mann am Boden, er darf uns nicht stoppen. Bleib bloß weg, Batman, ich knall dich ab. Ah, hier ist ein Ziel, interessant. Ah ja. Einer noch übrig. Der ganze Zaster hier ist es nicht wert, sich mit Batman anzulegen. Stimmt, ihr solltet aufgeben. Und das waren alle. Ach, kommt der Boss persönlich. Zahl, du verlierst, Batman. Die Jungs hier werden das sicherstellen. Bringt uns die Leiche! Was war's? Es gibt keinen Alarm mehr, der meine Angriffe übertönen könnte. Ich muss leise sein. Verdammt. Und er hier hat ein Gerät. Ein Störgerät und ein anderer hat ein. Was ist denn mit denen los? Ach, die sind. Okay. Ja. Da hat jemand ein Störgerät. Und der andere hat ein Ding. Verdammt. Einer ist erledigt. Das ist Two-Face. Er fällt jetzt ganz schön weit runter, wenn wir ihn hier hochholen und dann runterfallen lassen. Davon müsste er dann sterben, es sei denn... Die können wir nicht von hinten erledigen, das ist scheiße. Oder? Doch, tatsächlich, das geht. Warum trägt er dann so komische... Ach, die steht nicht unter Strom, das sind einfach nur... Ah, Ich glaube, das ist eine Anspielung. Kann das sein, dass es eine Anspielung ist auf den Batman-Film mit Two-Face? Welches war es nochmal? War das. Boah, keine Ahnung, ne? Komm raus, du verdammter Feigling! War das Batman und Robin? Nee, ne? Das war ein anderer Film. Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin immer sau schlecht mit Namen. Das ist echt schlimm. All deine Entscheidungen. Vor allem bei Filmen. Batman Forever war der mit dem Riddler. Es war Schicksal, Batman. Batman und Robin war doch der mit dem mit Freeze, oder nicht? Batman, also New Batman war. Kannst du mich nicht anschauen, Batman? Mir nicht ins Gesicht sehen? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Wie hieß denn der mit Two-Face? Wie hieß der denn mit Two-Face? Wie sieht es denn hier jetzt eigentlich aus? Ah ja, da haben wir noch einen Störgerät. Zeig dich! Mach schon! Schau mir in die Augen! Wieso denn? Ich bin doch über dir. Also nicht ganz, aber ja, also weiß ich schon. Wenn ich über dir bin, dann brauche ich dir nicht in die Augen gucken, weil die sind nicht besonders schön, muss man sagen. Oh Gott, ich glaube doch, das. Wir töten. Das war, doch, das war Batman Forever, nicht wahr? Das war Batman Forever. War das nicht mit Two-Face, Catwoman und dem Pinguin? Ich meine, das war so, ja.
Ist auch egal. Ja, doch, das war Batman Forever. Wir töten dich für das, was du uns angetan hast. Was hab ich euch denn angetan? Also, was soll ich euch denn angetan haben? Gar nichts. Außer dich in der Vergangenheit ein bisschen mal derangiert zu haben, aber da war ein bisschen auch selber schuld, dass ich mich mir angelegt. Fuck. Ich halte auch verdammt wenig aus. Ich spiele auch schwer, aber naja. Die hat immer recht, Batman. Lustigerweise nehmen wir es am Anfang nicht so vor, dass ich so viel Schaden gekriegt habe. Das war echt lustig. Das ist erst seit einem Patch so. Vielleicht hat er es schwerer gemacht. Vielleicht hat da was nicht gestimmt mit dem schweren Schwierigkeitsgrad. Vielleicht hatten wir zu viel ausgehalten. Also der Spieler. Wissen wir nicht. Werden wir auch nie rausfinden. Eigentlich stehen in Patchlogs nicht davon drin. Werden das sicherstellen. Ja, ja. Es gibt keinen Alarm mehr, der meine Angriffe übertönen könnte. Vielleicht bringt mir was beim Stufenaufstieg irgendwas auch zu leveln. Nö, ich kann mir sowieso nichts leisten. Muss leise sein. Ich könnte mir sehr theoretisch alles schön von hinten holen. Also jetzt alles schön hintereinander. Aber ich warte lieber, bis sie sich ein bisschen verteilt haben. Sehen sie nicht so beieinander, das ist besser. Ich weiß, dass du da bist. Nein, das wundert mich auch nicht, dass du weißt, wo ich bin. Also, dass ich da bin. Wundert mich absolut nicht. Komm raus, du verdammter Feigling! Oh Gott! Na toll. Ich habe ihn erwartet! So war das nicht geplant. Ich wollte eigentlich ans Geländer. Was, hier zu diesem Punkt? Ja, doch, irgendwie schon. Aber bild dir nichts drauf ein. Es war Schicksal, Batman, genau so zu sterben. Tut mir leid, aber ich bin ein starker... Ich glaube stark an den Zufall. Kannst du mich nicht anschauen, Batman? Mir nicht ins Gesicht sehen? Können schon, wollen... Naja. Einer erledigt. Ich bin zu langsam. Das müsste viel schneller gehen. Zeig dich! Mach schon! Schau mir in die Augen! Ah ja. Das ist er. Wir töten dich, Batman. Er dürfte gleich nicht so leicht zu... Er dürfte nicht so leicht... zu überwinden sein. Wir wissen, dass du hier bist. Da unten bewegt sich was! Nein, nein, ist nicht so. War wohl doch nichts. Wir töten dich für das, was du uns angetan hast. Was hab ich euch denn angetan? Ich versteh's immer noch nicht. Ich weiß, dass du da bist. Verdammt, wo ist der Typ denn? Da oben. Okay. Deine Entscheidungen haben dich hierhin geführt, Batman. Jetzt fängt er wieder mit seinen komischen Schicksalsgefasel an. Ich glaube nicht an das Schicksal. Schicksal, genauso Zufälle. Das Leben ist eine Reihe von Zufällen. Kann man natürlich sagen, das ist das Schicksal, diese Zufälle, aber dann wird man sagen, das ist nur ein Synonym. Für den Verlauf des Lebens. Und das ist das Schicksal ja nicht. Das soll es ja nicht sein. Schicksal heißt ja, alles ist vorherbestimmt. Nicht, so ist das Leben bisher verlaufen. Er ist es, der die meisten Probleme verursacht momentan. Ist das ein Sunny? Fuck. Zwei Sanitäter, Tatsache. Ich hätte das Sunny-Upgrade holen sollen. Oh ja. Beim nächsten Mal.
verlieren hier die Kontrolle. Verteilt euch und bleibt wachsam. Kronleuchtersteuerung. Das ist nicht wie in den Übungen. Er ist schneller, als ich dachte. Keine Anzeichen für einen Kampf. Jemand hat sich angeschlichen. Ganz plötzlich. Wir will dann da runterfallen, oder? Der andere da. Du bist okay. Steh auf. Wir brauchen jetzt jeden Mann. Kannst du mich nicht anschauen, Batman? Ah ja. Two-Face ist allein unterwegs. Also Harvey ist allein unterwegs. Das wundert mich nicht. Das passt zu seinem Charakter. Ein Sunny ist erledigt. Was ist denn zu tun? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was ist denn zu... Ah, nee, die Drohne ist draußen. Okay, ich habe gekriegt, hat die setzt jetzt eine Drohne ein, weil ich mich bewege. Was ist denn zu tun? Gruppieren? Ist das die Devise? Nein, ist es nicht. Das ist interessant. Wo bist du? Wo ist meine Deckung? Hier. Nur noch wir beide, HW. Nur noch wir beide, Harvey. Ja, du bist schlauer als ich dachte. Wir töten dich. Tja, so hat man sich's wohl nicht gedacht. Es ist das Schicksal. Bring ihn vorbei. Holen Sie seine Männer ab. Geht klar, Batman. Das ist das Schicksal, Harvey. Das ist das Schicksal. Beruhige dich, Dent. Nenn mich nicht so. Das glaube ich nicht. Hier bin ich ein Freak. Das war nicht meine Schuld. Du warst es, der diesen giftwerfenden Bastard eingelocht hat. Dragon wurde ausgeschaltet. Du sagtest, wir retten Gotham. Es tut mir leid, Harvey. So, raus hier. Dann überlassen wir Harvey mal seinem Schicksal. Hier ist Endstation, Dent. Du solltest mich nie unterschätzen. Was? Unterschätzen? Wer macht denn sowas? Nimm deine Fledermausgriffel von meinem Boss. Ja, er hat mehr drauf als du. Spar dir deinen Atem. Wir kriegen noch unsere Chance. So schnell nicht. Wohl immer noch im Dienste der Gerechtigkeit, was, Batman? Unmöglich! Denk an die Verbrechen, die du verpasst hast, um uns zu fassen. Wie geht's denn so hart? Nenn mich unsensibel, aber ich bin einfach zu neugierig. Wurde wirklich alles in der Mitte geteilt? Das ist eine gute Frage, aber ich denke nicht, nein. Gott, jetzt fängt er schon wieder an zu singen. Ich raste aus. Ich brauche das Elektrowerkzeug. Wo ist es denn nochmal? Das ist doch hier irgendwo gewesen. Man-Bat. Eine Fiole mit einer unbekannten chemischen Substanz und eine Vampirfledermaus. Beides im Besitz von Kirk Langstrom alias... Wie nennen wir ihn? Batman ist schon vergeben. Man-Bat würde vermutlich eh besser zu ihm passen. Professor Pix. Schweinemaske und Fleischermesser. Ein Gesetz von Laszlo Valentin, alias Professor Pick. Der ist neu. Verstümmelt seine Opfer, um sie perfekt zu machen. Ich finde mich ja perfekt genug. Schönen Dank. Und dass trotzdem ihm eine Hand fehlt.
Harley Quinns. Also, wo hat er diesen? Ach, genau. Die hat er ja immer noch. Stimmt, die hat er ja schon gehabt. Das wundert mich so ein bisschen, gerade weil sie ihr Maschinengewehr noch hatte. Vielleicht war es ein anderes. Ich brauche mein Elektroschießgerät. Hier, da. DSL-Dings da. Eine Elektroschock-Pistole. Sie gehört Batman alias. Ja. Nein, ich brauch das Ding. Tut mir leid, ich brauch's. Batman hat das mit dem Rest der Beweise aus Arkham City hier gelassen. Cool, sowas in unserer Asservatenkammer zu haben. Hoffentlich will er es nicht mehr zurück. Ha! Sehr subtil! Ich weiß, das ist die Asservatenkammer, Bruce. Aber denk doch mal an die Spuren. Es wird keine geben. Da können wir nichts erschlagen, ne. Eine Fiole Titanrezeptur, ein explodierendes Aufziehgebiss, eine funktionsfähige Röntgenbrille, eine Spielzeugpistole mit einer. Gut, damit hätten wir wieder alles, was wir wollten. Dass ich da nicht vorher auf die Idee gekommen bin, das einfach umzuhauen. Was siehst du mich an? Ich frag mich ja, wo jemand wie Scarecrow eine Armee herbekommen hat. Vielleicht hat ihn Bruce Wayne gesponsert. Scarecrow macht alles kaputt und dann kriegt Wayne den Auftrag, alles wieder aufzubauen. Klar. Ich wette, der Typ lässt es sich in irgendeinem noblen Hotel richtig gut gehen. Wenn ihr wüsstet. Bruce Wayne hat gerade die härteste Woche seines Lebens. Es tut mir leid, Kirk. Aber hier sind sie am besten aufgehoben. Ich wollte nur den Menschen helfen und tötete meine einzige wahre Liebe. Sie waren es nicht, der diese Dinge getan hat. Sie wollten sicher niemandem schaden. Aber ich hab's getan. Nichts kann das ändern. Ich bin ein Freak, ein Monster. Die sollten mich hier verrotten lassen. Der seelische Schaden bleibt. Mir ist gerade klar geworden, Kirky Baby hatte keine Wahl, aber du... Du hast dich dazu entschieden, eine fliegende Ratte zu sein. Wie genial. Was genau ist daran genial? Ich wollte das nicht. Das musst du mir glauben. Ich glaub dir. Wir müssen immer noch alle Feuerwehrmänner retten. Jetzt halt doch endlich mal die Klappe, Pick, du nervst. Was ist hier? Ah ja, wir brauchen erstmal einen neuen Auftrag. Was haben wir denn hier so? Ja, da haben wir keine, die sind weit weg. Das nächste wäre das hier, oder beziehungsweise das hier. Ein Dings da, ein Außenposten, glaube ich. Hier wäre das nächste hier so ein Rennen, 302 Meter weit entfernt, aber das haben wir gar nicht. Doch hier. 896, suchen und vernichten. Das machen wir. Wie gesagt, wir machen erstmal die ganzen Nebenquests, bevor wir mit der Story weitermachen. Oder bevor wir die Story beenden. Ich weiß nur nicht, wann sie zu Ende ist. Das ist das Problem. Das hat er erst getan, nachdem ich meine Hände in seine Kehle geschlossen habe. Nicht vergessen. Das ist so ein Helikopter. Ah, vom Arkham Knight. So, ist ja noch irgendwas auf der Karte drauf? Ah, hier guck mal einer an, eine Ritter-Trophäe. Und hier ist irgendwo ein Helikopter. Er ist ein verrückter Prediger. Ach nee, noch ein Schurke. Und wo ist Hasch? Batman hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt er. Cash, ja, ja. Drohnen auf League Island sind neutralisiert. Gute Arbeit, Batman. Ah ja, rausziehen, genau.
So, jetzt brauchen wir das Elektrofahrzeug. Dings hier, Spielzeug. Wo ist es denn? Da unten. Wie ist er denn nochmal? Distanzstromladung. Distanzstromladgewehr, Stromladungsgewehr, irgendwie sowas. Was du weißt. Vergiss es, du Freak! Es ist aber nicht nett. Letzte Chance. Ich rede. Danke sehr. Neue Rätsel auf Founders Island. Verdammt, nur weil er die Brücke über. Na gut. Wir sind doch direkt in der Nähe von der Milizanlage. Das ist die Milizanlage, oder? Scheiße.